Der große Van von Ford heißt Galaxy. Seit 2015 gibt es ihn in der dritten Generation. Die erste Generation war noch baugleich mit dem VW Charan und dem Seat Alhambra. Mittlerweile baut er auf dem Fahrgestell des S-Max auf. Er ist aber länger und höher. In der siebensitzigen Konfiguration bleiben 300 Liter Kofferraumvolumen. Wenn man alle Sitze umklappt oder ausbaut, lädt er bis zu 2400 Liter ein. Ford bietet den Galaxy mit 2 Benzinern und 4 Dieselmotoren an. Allradantrieb gibt es nur bei den Selbstzündern, sonst Frontantrieb und Handschaltung. Ein Automatikgetriebe gibt es optional, bei den starken Motoren ist es serienmäßig dabei. Der Vorteil des Galaxy ist natürlich seine Größe, vor allem aber seine Höhe. Das ergibt ein gutes Raumgefühl. Erwachsene mit bis zu 1,90 Meter Körpergröße können sogar noch in der dritten Sitzreihe bequem sitzen. Der Innenraum des Galaxy ist sehr variabel und lässt sich vielseitig nutzen. Schiebetüren sind leider nicht verfügbar. Ford stimmt das Fahrwerk sehr komfortbetont ab, trotzdem bietet der Van eine gute Fahrstabilität. Optional sind adaptive Dämpfer und ein Niveauausgleich hinten verfügbar. Obwohl der Galaxy ein Van ist, lässt er sich verhältnismäßig sportlich bewegen. Dabei punktet er vor allen Dingen durch seine präzise und zielgenaue Lenkung. Beliebt ist der Galaxy vor allen Dingen mit Dieselmotoren. Es gibt 4 Selbstzünder mit 105 bis 210 PS. Die sind sparsam, aber sehr durchzugsstark. Benziner sind auch im Programm, die sind aber deutlich durstiger. In der Basis ist der Galaxy schon ordentlich ausgestattet. Klimaautomatik, elektrische Fensterheber, Abbiegelicht und CD-Radio gibt es serienmäßig. Insgesamt 3 Ausstattungslinien sind verfügbar. Das Topmodell Titanium bietet das beste Gesamtpaket. Ist natürlich auch am teuersten. In den höheren Ausstattungsvarianten sind moderne Assistenzsysteme verfügbar. Der Galaxy ist ein komfortabler und ausgewogener Großraum-Van mit viel Platz für bis zu 7 Personen. Gut gefallen die breite Motorenpalette, der Allradantrieb als Option, die ordentliche Basisausstattung und das gemütliche Fahrwerk. Fords riesiger Van bietet also genug Argumente, um den Aufpreis zum S-Max zu rechtfertigen.